Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um eine Aktie, die ich auch schon länger kenne, die sich auch verändert hat, aber die vielleicht jetzt langsam spannend werden könnte. Gut, im März war es vielleicht nochmal interessanter, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Das wäre die ehemalige Demand Media, die heißt heute Leaf Group. Was macht dieses Unternehmen? Es hat zwei Bereiche, inzwischen drei. Es ist, sag ich mal, groß geworden oder inzwischen ist es nicht mehr so groß durch Media Assets. Ja, so Webseiten wie Livestrong, Hunker, Only in Your State, wo es einfach Online-Content gab. Und warum hieß es Demand Media? Da wurden einfach, sag ich mal, Artikel geschrieben mit dem Hintergedanken, dass das irgendwie gut bei Google gefunden wird. Das funktioniert inzwischen nicht mehr so. Die Leute suchen weniger online bei solchen Sachen, sondern es funktioniert mehr über Social Media und, sag ich mal, auch die Vermarktung auf solchen Webseiten von Werbeplätzen ist schwieriger geworden. Und es gab, denke ich, auch ein gewisses Missmanagement. Und dann hat die Firma vor 5-6 Jahren eine Übernahme gemacht von Saatchi Art und der damalige CEO von Saatchi Art ist jetzt auch der, oder auch seit 5-6 Jahren der CEO von der Leaf Group und dadurch haben sie ein neues Geschäftsmodell noch dazu bekommen, nämlich E-Commerce. Saatchi Art, da kann man so Kunst kaufen, Bilder, aber auch Abzüge, eher so im mittleren Preissegment. Der Online-Kunstmarkt gilt ja schon lange als spannend, ist aber gar nie so stark gewachsen und jetzt durch Corona hat er natürlich einen Boost bekommen. Noch stärker entwickelt sich aber Society 6. Das ist nochmal ein Niveau drunter als Saatchi Art. Da kann ich irgendwie doof gesagt, mir ähnlich wie bei CW, kann ich mir dann eine Tasse ausdrucken lassen, aber nicht mit Bildern von mir, sondern von irgendwelchen anderen Künstlern. Da sind ganz viele Künstler angeschlossen und das ist auch so, sag ich mal so, bei der Zuhauseverschönerung auch ein ganz interessanter Markt. Wir haben also zwei Geschäftsmodelle, Werbung, was nicht mehr so gut funktioniert und E-Commerce, was jetzt einen Boost bekommen hat. Und man hat halt auch verschiedene Marken, was, denke ich, auch alles zusammen auch was wert ist. Aber es ist natürlich nicht ideal, so zwei verschiedene Geschäftsmodelle zu haben. Mehr macht da schon Hunker Sinn. Das ist so eine Webseite für Home Decor. Und da kann ich natürlich dann schön mit Artikeln meine E-Commerce-Sachen pushen. So Livestrong, das ist ehemalig von Lance Armstrong. Das ist natürlich auch mit der ganzen Doping-Geschichte nicht so ideal gewesen. Das hat da weniger mit zu tun. Also da hat man auch ein paar Fehler gemacht. Und der Wettbewerbsvorteil ist jetzt nicht so riesig. Ja? Es gibt da schon noch Konkurrenz, sowohl bei dem Mediensegment als auch bei E-Commerce. Trotzdem ist natürlich eine Möglichkeit, diesen Markt zu spielen, denn zum Beispiel ein Wettbewerber von Ihnen, Redbubble, ist wirklich sehr erfolgreich in der Börse, ist wahrscheinlich ein besseres Unternehmen als Society 6, aber halt auch ein Vielfaches wert und hier kriegt man halt Society 6 und noch Saatchi Art und noch viele andere Sachen für einen Bruchteil davon und die waren auch mal gleich groß. Sie haben, wie gesagt, Gegenwind in diesem Medienbusiness, aber diesen Kunstmarkt, glaube ich, das wird nach Corona, das ist here to stay, um mal wieder einen Anglizismus zu verwenden. Also, dass die Leute, die jetzt sich daran gewöhnt haben, auch Kunst online zu kaufen, werden es, glaube ich, auch weiterhin machen. Also, wir richten ja auch gerade so ein Haus ein. Ich mache mir jetzt nicht so viel aus Kunst, aber das wäre schon so was, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich mal irgendwie zu viel Geld hätte, dass man sagt, man kauft sich da irgendwie einen schönen Print irgendwie für 1000 Euro oder so. Insgesamt sind in diesem Markt auch viele Startups gescheitert. Gab es ja auch einige Sachen in Deutschland, zum Beispiel Auktionata. Und es gibt, wie gesagt, einige Online-Player. Es gibt ein Artnet, ein Lumen, Sassel, aber halt auch CV oder Sotheby's und Heritage, also diese großen Kunst-Auktionshäuser, die müssen auch online gehen und auch die Galeristen. Und sie machen, es gibt natürlich auch verschiedene Segmente. Sie sind da eigentlich in diesem, sag ich mal, Furniture und Decorative Arts, was, glaube ich, auch mit am meisten wachsen kann. Der Fine Art-Segment, das ist ein bisschen Saatchi Art. Da grenzen sie auch ein bisschen an. Ich denke, generell ist ein Wachstumsmarkt, der noch wenig digitalisiert ist, wo es aber auch einiges an Konkurrenz gibt, aber halt auch nicht so viel Listed Player. Ja. Von der Kultur, CEO ist der Sean Moriarty, der wie gesagt von Saatchi Art kommt. Ich glaube, der ist noch besser als der CEO davor. Trotzdem ist die Leistung in den letzten 5-6 Jahren sehr überschaubar. Der Aktienkurs ist wirklich, hat sich nicht gut entwickelt. Ein paar Sachen sind, glaube ich, auch nicht seine Schuld, dass halt dieses Google-Algorithmus sich verändert hat. Aber es gibt jetzt eine Attacke von aktivistischen Investoren, die um die Hälfte der Anteile der Firma halten und ihn halt ersetzen wollen mit der eigentlich der Hauptbegründung, der Aktienkurs hat sich nicht gut entwickelt und sie wollen den irgendwie weghaben. Ist jetzt thematisch auch nicht so das Thema, aber kostet Unternehmen erstmal Geld, weil die beraten sich gegen die Attacke. Sowas natürlich nicht ideal, trotzdem kann man jetzt sagen, wenn die eigentlich die Mehrheit haben, dann sollten sie irgendwann die Kontrolle übernehmen und dann könnte dieser Discount zu dem eigentlichen Wert, was diese Investoren glauben, was Leaf Group wert ist, verschwinden.
oder die aktivistischen Investoren verschwinden selber, dann würden sie verkaufen, wird es mal kurzfristig wahrscheinlich schlecht für den Aktienkurs, aber es wäre auch irgendwie weniger Konflikt im Unternehmen, könnte auch, wieder positiv sein. Die Kultur zumindest hat sich verbessert. Ich fände es strategisch halt noch gut, wenn sie sich auf diesen Arztmarkt konzentrieren würden und dieses Livestrong, da wollen sie sich auch ein bisschen strategisch verändern, aber das ist halt das Mediensegment wirklich direkt immer was mit E-Commerce zu tun hat, sonst sind es zwei Bereiche, die wenig miteinander zu tun haben und was Investoren auch nicht so mögen. Trotzdem heutzutage immerhin, man kriegt einige Webseiten zu nicht so viel Geld und vor allem dieses Society6 wächst wirklich stark. Ja? Wir sehen hier unten 130% hier und hier im letzten Quartal. Und im November haben sie auch verkündet, dass irgendwie mit dem Cyber Monday der beste Tag ever war. Diese Saatchi Art hat auch ein bisschen noch einen Offline-Anteil. Das hat jetzt gelitten unter Corona. Das sollte dann auch stark dazukommen. Und diese Media Group, wie gesagt, ist rückläufig, sollte sich dann aber auch wieder stabilisieren. Aber wir haben definitiv hier eine Wachstumsperle. Denn so 100% wachsen, das ist schon ordentlich, auch im E-Commerce und trotz Corona. Und ich glaube, es passt auch ganz gut zu dem Zeitgeist von der jungen Generation, dass man sagt, man will individuelle Sachen haben, hat jetzt vielleicht ein bisschen Geld. Deswegen vom Tief ist die Aktie auch schon ordentlich angesprungen. Ja, so vor Mai, da war sie mal bei einem Dollar oder sowas. Das ist natürlich, hatten wir schon so Penny-Stock-Niveau. Wäre natürlich genial gewesen, es da zu erwischen. Hat sich seitdem erholt, aber wie gesagt, die Aktie war auch schon mal bei 50 Dollar. Und wäre dann ein Tenbagger immer noch von einem aktuellen Niveau. Und ich finde es immer noch nicht so teuer, wenn man sich das alles so zusammenfügt. Vor allem, wenn man Redbubble anzieht, auch wenn es ein besseres Unternehmen ist. Die Marktkapitalisierung ist immer noch überschaubar von Leaf Group. Und wenn ich jetzt Werte von diesen einzelnen Webseiten aufschreiben würde, denke ich, würde ich zu einer höheren Bewertung kommen. Und es passt auch noch zu dem Zeitgeist. Deswegen ist es so eine Aktie aus der dritten Reihe, wo ich jetzt auch hier disclaimer, ich habe hier eine kleine Position oder eine mittlere Position von der Leaf Group in meinem Wikifolium privat. Und daraus können sich Interessenkonflikte geben. Ich sehe durchaus auch die Risiken, dass es halt, wie gesagt, keinen starken Wettbewerbsvorteil gibt und auch Konflikte in der Shareholder-Basis. Und natürlich kann auch natürlich sein, dass nach Corona alle Leute wieder offline kaufen und dann das Wachstum zusammenbricht. Trotzdem finde ich das eigentlich eine ganz interessante Aktie, wo die ich mir mal, wie gesagt, anschaue und auch im Portfolio habe. Was ist eure Meinung? Hat jemand vielleicht das sogar schon mal genutzt, Society6 oder Saatchi Art? Wenn jemand Kunst interessiert ist, vielleicht mal anschauen. Das war also mein Fazit zur Leaf Group, einem kleineren Internetplayer aus den USA in einem gar nicht so uninteressanten Markt.